Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vorweg noch ein paar Infos zu unserem Treffen am Freitag, weil ich finde nämlich eine Sache ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und zwar, das ist der eigentliche Aspekt PS Days, wie man unschwer auf diesem schönen T-Shirt erkennen kann. Da haben wir jetzt eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen. Was ist PS Days? PS Days ist eigentlich eine neue Idee der Deutschen Messe AG. Eigentlich geht es auch nächstes Jahr vom 24. bis zum 26.07. nur darum. Die Messe in Hannover plant eine Tuning-Messe nächstes Jahr vom 24. bis zum 26.07., also genau in einem Jahr. Das kam so ein bisschen rüber, als wenn wir in einem Jahr dort ein Dreitagestreffen machen. Das ist natürlich Quatsch. Es wird eine richtige Tuning-Messe. Ihr könnt euch darauf freuen, dass es richtig geil wird. Das heißt, es wird sowohl Tuning-Firmen geben, haufenweise Aussteller, Abendveranstaltungen, Hallen nur voll mit euren geilen, getunten privaten Kisten und. Also schon mal vormerken, PS Days nächstes Jahr wird eine richtig coole Tuning-Messe. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommt diesen Freitag bei uns vorbei. Wir haben wieder lange auf, erste Freitag im Monat. Die Jungs sind vor Ort, bringen einen kleinen Stand mit. Jegliche Infos kriegt ihr von denen auch. Zweiten Punkt, den ich ein bisschen schade fand von dem Freitag-Treffen, ist, es gibt nicht einen einzigen Bericht dazu in der Presse, Zeitung oder ähnliches. Selbst auf Nachfrage bei den großen Zeitungen, sage ich jetzt mal, war dort keine Bereitschaft darüber zu berichten. Woran es liegt, kann man nur mutmaßen. Vielleicht war das Treffen einfach zu positiv. Mal gucken, wie sich das in Zukunft verhält. Fakt ist nur, es ist alles so gut verlaufen, dass man natürlich liebend gerne, da hätte auch was Positives in der Zeitung drüber gelesen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Falls unter euch jemand ist, der gerne über so etwas berichten will, kein Problem, meldet euch einfach bei mir, bei meinen Mitarbeitern oder bei der Messe. Wir sind offen für alles. So viel zum Thema letzten Freitag und diesen Freitag. Jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen Zweitakt-Power. Wir sind bei Benny. Der Roller ist fertig. Vielleicht habt ihr ihn am Freitag schon auf der Messe gesehen. Wir machen jetzt die letzten Feinheiten beim Abstimmen und dann gibt es nochmal eine Leistungsmessung. So, Benny, erzähl mal, was macht der Roller? So, es funktioniert. Ja, jetzt eigentlich nur letzte Schritte Abstimmung. Mhm. Ich habe den Vergaser schon grob abgestimmt. Mhm. Variomatik und sowas ist schon alles safe. Mhm. Das funktioniert. Wir düsen jetzt sicherheitshalber in dem Falle noch einmal hoch. Mhm. Ich will hundertprozentig sicher gehen. Ich bin zwar das Setup schon mal so gefahren mit so einem Zylinder, mit dem Vergaser und sowas. Wir machen es aber eigentlich andersrum. Okay. Man fängt von fett an, ne? Und geht Richtung Mager. Deshalb, das sollten wir jetzt gleich einmal auf dem Stand nochmal gegenchecken. Okay, das heißt, wir hatten ja getauscht Membranlock, Ansaugstutzen und Vergaser samt Luftfilter. Genau. Du hast die Grundbedüsung soweit schon fertig gemacht, das Ganze mal läuft, fährt etc. Genau, das war jetzt bloß einfach so, ich habe mich draufgesetzt, das hat einfach zu gut funktioniert. Ja. Ne? Das heißt, da war kein Viertakten, man nennt es halt Viertakten, ne? Dann fängt der an zu rotzen, wenn er zu fett läuft, aber da ist alles noch nicht wahr. Mhm. Und ich jetzt mich nicht traue, lange damit Vollgas zu fahren, düsen wir jetzt erstmal tendenziell hoch. Fangen an, bis der halt quasi zu fett läuft, mhm, und stocken uns dann quasi Stück für Stück halt ab. Mhm. Ne? Und das Ganze machen wir hier bei euch auf dem Prüfstand. Genau, also ich habe jetzt das schon grob vorbereitet, ein bisschen auf der Straße, Rest machen wir jetzt einfach auf dem Prüfstand. Ein anderer Punkt ist, den du ja vorher auch immer abstimmen musst, ist die Variomatik. Genau. Sagtest du schon, ne? Genau. Wir können ja mal einmal kurz am Roller zeigen, was Variomatik überhaupt ist und was da so passiert. Jo. Also erstmal, dieser Roller oder generell alle Roller, die haben nicht ein Getriebe und eine Kupplung, sondern eigentlich Getriebe samt Kupplung ist diese komplette Variomatik-Einheit. Jein, es gibt dann schon eine Endübersetzung, die ist quasi hier hinter, mhm, also auch Zahnradpaare. Mhm. Wie eine Achsübersetzung so? Wie eine Achsübersetzung, genau. Die in dem Fall auch länger ist. Genau, aber die stufenlose Übersetzung, die ist quasi zwischen diesen beiden Scheiben. Mhm. Stufenlose Übersetzung heißt, viele werden das vom Fahrrad früher noch kennen, wo du immer auf der einen Seite größer werdende Zahnräder hast, auf der anderen Seite kleiner, genau, oder umgekehrt. Genau. Und hier ist es jetzt auch so, im Betrieb wandert der Riemen hier nach außen und hinten nach innen. Yes. Und somit wird die Übersetzung immer länger. Genau. Mhm. Da gibt es natürlich ein paar Besonderheiten. Mhm. Das heißt, da gibt es einzelne Baugruppen. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht drauf eingehen wollen. Nee, wir können ja auf jeden Fall kurz mal sagen, wie du das jetzt auf den neuen Motor abgestimmt hast. Mhm. Also was man da überhaupt dran ändern kann. Also, mhm, eine Thematik ist ja eh die Kupplung. Mhm. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Genau, also schlussendlich, hier hinter ist quasi die Hauptvariomatik. Das werden einige, die sich mit Rollern oder so einen Zweitakter auseinandersetzen, im Rollerbereich schon kennen. Mhm. Dahinter sind Fliehkraftgewichte. Mhm. Diese Fliehkraftgewichte sorgen dafür, dass quasi dieser Variator nach außen getrieben wird.
wenn der nach außen getrieben wird, weil das ja, diese Scheibe ist ja quasi fest, steigt der Riemen automatisch hoch. Weil der Spalt immer kleiner wird? Der Spalt wird immer kleiner, genau. Dementsprechend ändert sich das Übersetzungsverhältnis. Das heißt, diese Rollen, die da drin sind, die kann man tauschen mit verschiedenen Gewichten. Genau. Umso schwerer quasi die Gewichte dahinter sind, umso schneller steigt der Riemen. Mhm. Das heißt, umso schneller ändert sich auch das Übersetzungsverhältnis. Mhm. Das muss man genau halt abstimmen. Okay, das heißt, auf das passende Setup. Da ist richtig so, ich sag mal, grob gesagt kann man sagen, die Beschleunigungsphase kann man da so ein bisschen mit variieren. Genau so ist es. Grob gesagt, ich sag mal, für einen Laien erstmal kann man einfach sagen, oder so liest man es einfach oft, ein schweres Variomatikgewicht macht mehr Endtop-Speed, das ist auch nur so halb richtig, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und leicht ist es für bessere Beschleunigung. Aber das ist eigentlich nur gefährliches Halbwissen. Das liest man aber halt immer so. Es geht jetzt herauszukriegen, wo dieser Motor seinen optimalen Leistungsbereich hat. Mhm. Das liegt beim Zweitakter ganz viel am Auspuff. Durch die Resonanz? Durch die Resonanz. Das heißt, das hat viel mit Steuerzeiten und Querschnitten zu tun. Da wissen wir ungefähr, was der für eine Leistungsdrehzahl haben muss. Mhm. Bei so einem Auspuff. Das heißt, ich mache mir ein Drehzahlmesser an den Roller und probiere mich auf diese Resonanzdrehzahl hinzuarbeiten. Und dann ist es am besten so, nach der Einkuppelphase sollte der von, sage ich mal, 10 oder 20 km/h bis Endtop-Speed diese Drehzahl halten. Dann fahre ich immer im optimalen Leistungsbereich. Das ist wie quasi, wenn ich einen ganz normalen Otto-Verbrenner-Motor nehme und ich den bei 7000 Umdrehungen quasi ohne Schaltvorgang die ganze Zeit halte. Und während dieser Beschleunigungsphase wandert der Riemen dann immer weiter nach außen? Genau. Und die Rollen, also weil die Rollen wandern immer weiter nach außen, somit auch der Riemen weiter mit. Genau. Und weil der Riemen natürlich in der Länge nicht variabel ist, wenn er vorne quasi hochgeht durch die Länge, zwingt es quasi den Variator hier hinten mit, also den Wandler, hinten nennt man es Wandler, zwingt es natürlich hinten kleiner zu werden. Genau, hier ist eine Feder hinter. Genau. Und in dem Moment wandert die Platte zur Kupplung hin. Yes. Und der Riemen kann da weiter rein. Genau so ist es. Hat dieser Roller einen Drehzahlbegrenzer oder ist der mehr so selbsthemmend, dass der irgendwann zu? Nein, hat in dem Sinne keinen Drehzahlbegrenzer. Mhm. Also der Hauptaugenmerk macht da auch den Auspuff. Also wenn ich jetzt hier einen Originalauspuff dran mache als Beispiel, obwohl das jetzt nicht, das ist ein schlechteres Beispiel, weil die Originalauspuffanlagen sind sehr gut und auch für weites Ausdrehen geeignet. Aber ich sag mal, ein typischer Zweitakter, den begrenze ich mit dem Auspuff die maximale Drehzahl. Okay, verstehe. Das heißt, irgendwann stopft der Auspuff, hat keine Resonanz mehr. Genau, also da kannst du jetzt wirklich als Beispiel einen Originalauspuff dran machen, dann das Ding sofort 5, 6, 7 PS weniger, weil das Ding dann auf einmal 2000 Umdrehungen einfach weniger dreht. Mhm. Okay, verstehe. Also ein Punkt. Variomatik, zweiter Punkt, Achsübersetzung hatten wir gerade schon. Genau. Und dann kommt die Fliehkraftkupplung dazu. Genau, die Fliehkraftkupplung ist im Prinzip eigentlich nur für das Anfahren. Mhm. Also eigentlich kommt hier noch dieser Korb drüber, der sitzt hier so drauf. Genau, das ist die Kupplungsglocke. Der ist mit dem Rad fest verbunden. Genau, das ist quasi dann die starre Übersetzung. Mhm. Ne? Funktioniert so, auch per Fliehkraft. Das heißt, diese Kupplungsbeläge 1, 2, 3, die wandern mit einer bestimmten Drehzahl nach außen. Hier hinter sind Kupplungsfedern, dann kann ich quasi damit bestimmen, wie schnell oder wie stark die Kupplung zupacken soll. Mhm. Das probiere ich natürlich auch dahingehend zu optimieren. Ja, für einen Rennroller ist es egal, spät einkuppeln lassen, möglichst fast auf Resonanzdrehzahl. Ja, wenn das natürlich ein Straßensetup ist oder sowas und du an jeder Ampel mit 10.000 Umdrehungen losfährst, wäre es sportlich. Ich bin mit dem Roller nur so ein bisschen schon mal auf dem Gelände rangiert. Ja. Es klingt fast so, als wenn das Ding so unter 7.000, 8.000 Euro gar nichts macht. Ja, ich habe es natürlich jetzt dahingehend optimiert, dass du eben nur auf Veranstaltungen fährst. Ne? Okay, cool. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Variomatik erklären. Eigentlich eine ganz coole Sache. Auf jeden Fall. Interessant wäre mal, ich weiß es nicht, wie viel Verlust so eine Variomatik hat. Ich wusste es sogar, es ist relativ erschreckend viel. Mhm. Ich glaube, es waren 20%. Mhm. Da sie ja nicht formschlüssig die Kraft überträgt, wird ein bisschen Verlust da sein. Ja. Wäre mal ganz cool zu wissen, wie viel das so ist. Ne? Ja, ich meine, es waren 20%. Andererseits, aber so ein Roller lebt, glaube ich, von dieser Variomatik. Ne? Ich glaube, wenn der nicht die Variomatik hätte, glaube ich, dass sie vom Durchzug her von 20 bis 100 einfach nicht so krass wäre. Ne? Auf jeden Fall. Also aufgrund, dass du ihn halt immer auf dieser Leistungsdrehzahl hält, wird so ein Ding halt echt schnell. Ja. Und es macht halt so dieses rollertypische Geräusch aus. Genau. Ja, geil. So, die hast du aber jetzt soweit schon abgestimmt? Das passt. Also ich denke, ja, da kann man vielleicht nochmal, das Vergaser-Setup muss natürlich jetzt endgültig safe sein, damit ich jetzt auch mal wirklich bis 130, 140 durchziehen kann.
Ne? Aber so Einkuppelphase passt ziemlich gut. Und ich habe auch mal so bis 100 durchgezogen. Da habe ich jetzt keine Drehzahlschwankungen drin, sondern ich bin auf der Resonanzdrehzahl, wo ich eigentlich hin wollte. Okay, so, also Deckel wieder drauf. Messung Nummer 1. Müssen wir Kerzen angucken? Ich habe das Kerzenbild jetzt schon mir angeguckt. Also aber die erste Messung machen wir schon mit der großen Düse, um jetzt irgendwie einen Schaden auszuschließen. Wir wollen ja nichts kaputt fahren. Okay, ich bin gespannt. Letzte Messung waren 32 PS. Ja. Was würdest du sagen? Es wäre schon schön, wenn da mindestens nochmal 3 dazukommen. Das klingt erstmal nicht viel, aber auf so einem Ding. So 3 PS holen jetzt nochmal echt 10%, viel. Ne? Genau, also ob das klappt, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Ich bin selber gespannt. Los geht's. Lauf Nummer 1 hat gehalten und funktioniert. Jo. Ich sehe hier 36,28 PS. Mhm. Wir haben schon mal die alte Messung drunter gelegt, 32,6. Das heißt, wir reden immerhin jetzt schon bei der Eingangsmessung von knapp 4 PS mehr. Mhm. Das heißt, da musst du hervorragende Arbeit bisher schon geleistet haben. Das sieht gut aus, ne? Ja, also bin schon relativ zufrieden. Wir haben die Achsen mal ein bisschen anders skaliert. Wir sehen jetzt hier unten Geschwindigkeit und Leistung. Und da sieht man jetzt halt richtig schön diesen Variomatic-Vorteil, dass er wirklich über die ganze Geschwindigkeit fast mit der Leistung so fährt. Ne? Genau. Also auch die Variomatic-Abstimmung sieht schon nicht schlecht aus. Ich würde jetzt sagen, es sieht schon echt ganz gut aus. Wir sind allerdings bei knappen 80 km/h vom Gas gegangen, weil halt einfach die Rolle so schwer ist, wirst du da natürlich jetzt nicht bis auf den letzten Millimeter. Ich wollte das Ding jetzt nicht so ewig quälen. Allerdings, man sieht natürlich, dass er ab da auf jeden Fall mit der Leistung konstant bis, was wird so ein Ding fahren, 130 oder so? Hast du eine längere Übersetzung? Ja, ist länger. Ja, das wird vielleicht so 140 echte. 140 auf der, 140 auf echte der Zwiebel. Geht's bestimmt. Also, ich weiß nicht, wie lang die Endübersetzung ist. Also, das wird das Ding bestimmt schon locker echt. Das heißt, er fährt ab da wirklich in der Leistung dauerhaft. Ne? Das ist halt dieser, ich sag jetzt mal, dieser Variomatic-Vorteil. Ne? Genau, jetzt kann man natürlich sich an die Nuancen so, sage ich mal, ein bisschen machen. Ne? Ich habe unten haben wir Drehzahl nochmal draufgelegt. Das seht ihr hier rechts. Und auch hier sieht man, jetzt hat er 9750 gedreht. Vorher hat er die Max-Leistung ungefähr so bei 9,3 gehabt. Das heißt, wir sind 600 Umdrehungen drüber. 400 Umdrehungen drüber. Obwohl, da muss ich sagen, auf der Straße dreht ein Ticken weiter aus. 10,2, 10,3, so habe ich es eigentlich abgestimmt. Mhm. Ich glaube, die Rolle ist einfach sehr schwer. Sehr schwer, ne? Theoretisch hätte er dann eigentlich mehr Leistung. Oder Schlupf oder sowas, kann das sein? Mhm, glaube ich nicht. Sonst wäre die Linie jetzt hier nicht so konstant, ne? Mhm. Ich glaube einfach, es ist eine PKW-Rolle. Ist einfach zu schwer, ne? Auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Yes. Was machen wir jetzt? Kerze rausdrehen, Kerzenbild angucken und dann eventuell ein bisschen wieder abdüsen. Noch einen Tuckmager machen. Genau, weil wir sind ja jetzt vor der Messung tendenziell wieder hochgegangen. Klanglich, alles gepasst? Das hat gepasst. Also das hat gepasst. Deshalb, ich würde ich jetzt weiß, bei der letzten Messung hatten ja einige gesagt, die Zweitakt-Experten, dass er ein Tucken zu Mara war, auch weil dieser Fuchs da rauskam und so. Ne? Das ist richtig. Eine Sache, nur mal dazu, habe ich glaube ich nie erzählt, der Tank war komplett leer. Ah, okay. Also wirklich, ich wollte letztes Mal starten mit dem, da kam nicht ein Tropfen raus. Ich weiß nicht, ob das grundlegend damit zu tun gehabt haben kann. Na? Okay. Weil das war schon sehr merkwürdig. Wie ist beim Zweitakter so, wie reagiert der auf zu fett oder zu mager leistungsmäßig? Macht das bei den Dingern tendenziell mager, läuft so ein Motor echt gut. Mhm. Keine Frage, bloß nicht lange. Okay. Ne, also es ist schon so, man muss dann auch mager beim Zweitakter da gibt es zwei Unterschiede. Einmal ist das Öl-Benzin-Gemisch, davon sprechen wir jetzt in dem Sinne aber nicht, sondern ich meine einfach Kraftstoff zu Luft. Ne, viele verwechseln das, du musst so und so viel Öl beimischen. Da fährt jeder sein festes Mischungsverhältnis, so ein Luftgekühlten so zwischen um die 1:33 roundabout, ein Wassergekühlten eher 1:50. Das ist jetzt so meine Formel, das macht jeder ein bisschen anders, je nach aufs Öl. Aber Kraftstoffluft. Und in dem Fall, was wir gerade machen, ist der Vollgasanteil, das machen wir über die Hauptdüse. Hast du bei so einem Roller schon mal so eine Landersonne hinten eingegangen? No, habe ich nicht gemacht. Ja, Abgastemperatur oder sowas, das haben wir schon mal gemacht, um so ein Indiz zu haben. Ja. Ne? Aber nee, Lambda nicht. Okay, das heißt Kerze gucken und dann entscheiden, ob wir noch magerer machen. Ich mache das nach dem Kerzenbild. Mhm. Da interessiert jetzt aber wirklich, du musst wirklich Vollgas fahren und dann eigentlich auch das Moped ziemlich schnell ausmachen. Mhm. Weil sonst hast du wieder
die Nebendüse, die mit reinspielt und sowas, und änderst sofort das Kerzenbild. Hauptdüse ist nur für Vollgas. Die ist auch nicht neu, die Kerze, die hat jetzt ja schon ein bisschen was gesehen, ne? Gerade vom Event und so. Aber komm, wir gucken. Wir gucken mal, okay. Vom Kerzenbild her tendenziell eher noch fett. Also vom Rehbraun sind wir hier noch weit entfernt, ne? Weit entfernt. Man sieht so Nuancen, ne? Genau, siehst du so ganz bisschen, aber eigentlich... Auf jeden Fall... Wir können, sage ich mal, noch vorsichtig ein bisschen abdüsen. Das macht man jetzt nicht in riesen Schritten, das macht man wirklich dann in 5er Steps. Ne? Wir gehen jetzt, sag ich mal, 370 war es, vielleicht auf 365, maximal auf 360. Ja, das musst du aus Erfahrung sagen, was wir müssen machen. Ja, erstmal vielleicht sogar nur 365, lieber vorsichtig, bevor das Ding fest ist. So, Benni ist noch unterwegs, deswegen kümmere ich mich schon mal um die Hauptdüse. Dafür muss bei dem jetzt leider immer Vergaser ab, weil das so nah über dem Motorblock sitzt. Und dann hat der Vergaser aber zum Glück unten eine Schraube. Oh. Jetzt machen wir es ja wieder ein bisschen dreckig. Ja, da ist er ja schon wieder. Das ist halt immer bei dieser Vergaserfriemelei mit dem Sprit, ne? Ja. Ich weiß noch früher, bei der RS 125, wo alles über den ganzen Motor gelaufen ist, da habe ich es immer so ein bisschen Leerlauf, also leer fahren lassen, so ungefähr. Ne? Dass sie wirklich ausgegangen ist. Da hat man es nicht ganz so krass. Ich hole schon mal das Werkzeug. So. Und hier seht ihr jetzt mittig die Hauptdüse. Ich weiß noch so zu ganz früheren Zeiten, wo man noch nicht so das Geld hatte, um sich einfach haufenweise Düsen zu kaufen. Ne? Mit der Reibbahn. Genau, da gab es noch diese kleinen Reibbahnen, da haben wir die noch raufgefeilt. Das war natürlich blöd, wenn in dem Moment dann zu groß war, ne? Na, dann ist es zu spät. Aber gut. Sie. Lauf. Hast du abgebrochen, ne? Mal gucken, ob man es im Video hört. Man hat richtig gehört, wie er wie so den Arsch zugemacht hat, ne? Wo er richtig mager wurde. Hat sich nach Festgehen angehört. Und deswegen auch hier deutlich früher die rote Kurve abgebrochen und 33,7 PS. Ja, krass, wie feinfühlig dann doch der Vergaser war. Ne? Wir sind jetzt von 370 auf 360 runtergegangen. Wir waren ja dann doch noch ein Step magerer. Das war definitiv... Das war jetzt schon zu mager. Zu viel. Wir gucken uns interessehalber trotzdem die Kerze mal an. Tendenziell würde ich jetzt aber dann lieber sagen, sogar noch größer die Düse ansetzen. Jetzt erstmal auf 380, 385 hoch und dann wieder runterdüsen und gucken, passt die 370 oder ist sogar vielleicht eine 375 notwendig. Ja. Ne? Ja. Weil jetzt einfach das bisschen in Richtung mager gleich so viel gemacht hat, dass du sagst, lieber ein Tucken. Genau, lieber Tucken safe. Fetter, ne? Genau. Und genau, dann kommt auch dazu, wenn wir das Ding später auf der Straße fahren, da wird die Last ja noch mal länger sein. Ja. Da bin ich auch dafür, lieber ein bisschen fetter. Ne? Genau. Okay, also Kerze raus, Düse tauschen, nächster Lauf. Yes. Ja, man sieht tatsächlich was an der Kerze, trotz der kurzen Phase nur. Die ist jetzt wirklich, ich meine, man könnte immer noch in Nuancen sagen, das ist noch fast rehbraun. Aber dafür, dass wir auf der Straße locker wahrscheinlich nochmal 3, 4, 5 Sekunden mehr Volllast fahren würden, würde ich sagen, genau richtig reagiert, weil wer weiß, was gekommen wäre. Ne? Genau, also das hat sich schon so mager angehört. Halt, ne? Und die Kerze, ja, sagt das auch ganz grob aus. Du musst ja sehen, wir waren noch einen ganz kurzen, habe ich ihn ja so ein bisschen am Leben gehalten. Ja. Das heißt, da rotzt sich die tendenziell schon wieder so ein bisschen zu. Fetter, ne? Die war wahrscheinlich noch heller. Also lieber, wieder 3,80 rein jetzt. Ne? Jetzt würde ich sagen 3,80 rein und schau, was passiert. Yes. 3,75er Düse haben wir jetzt dran, weil mein Sortiment an Düsen jetzt erschöpft ist. Das heißt, er lief mit 3,70. Wir machen jetzt einen 3,75er rein, um den Lauf mal zu beenden, um zu schauen, ob sich jetzt noch was tut. Ich würde den tendenziell dir aber vorschlagen, noch einmal lieber größer zu bedüsen, um wirklich safe zu gehen. Ne? Das heißt, so eine große Düse hast du noch nie gebraucht? Nein, noch nie gebraucht. Obwohl du auch den Vergaser auch schon mal auf dem 180er und so weiter gefahren hast? Ja, bloß ich bin den Luftfilter im Helmfach gefahren. Ich vermute einfach dadurch, dass der nicht ganz so viel Luft im Helmfach gekriegt hat, wie jetzt bei dir hier frei zur Seite. Ne? Also was ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen ist. Auf jeden Fall, also Luft scheint da zu kriegen. Okay, das heißt, wir machen jetzt einen Tucken größer als bei der ersten Messung. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen warm. Ja. Da muss man halt fairerweise sagen, so ein luftgekühlter verliert Leistung einfach mit Wärme. Ja, so ein wassergekühlter hält die Leistung einfach konstanter. Ne? Und dann gucken wir nochmal Kerz. Genau, so machen wir es.
Ja. Ich bin selbst überrascht. Also, der Motor braucht auf jeden Fall Kraftstoff. Es sind sage und schreibe 38,1 PS. Mhm. Also erstmal finde ich ja extrem geil, dass man sich überhaupt noch so über diese Kleinigkeiten freuen kann. Ne? Aber hier ist... Weißt du, so 1000 PS, 1000 PS, 1000 PS. Ne? Ja. Aber so die Kleinigkeiten von früher, die machen dann doch eben das Leben aus. Ne? Weil hier es halt auch wirklich so schwer ist, jeden PS zu holen. Ja. Mager machen war falscher Weg. Ja. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. 38 PS stehen jetzt hier. Alte Kurve, neue Kurve. Wir haben wirklich über den ganzen Geschwindigkeitsbereich einen Plus von 5 PS. Im Maximum 7,5 PS Unterschied. Das heißt, das muss man eigentlich schon merken. Auf jeden Fall. Problem ist, wir können jetzt hier nicht weitermachen, ja, weil wir brauchen noch mehr Sprit. Ja, also jetzt, wie gesagt, ich bin selber ein bisschen baff, aber das Ding kriegt anscheinend wirklich so viel Luft an der Seite. Ich habe immer sonst diese Helmfacheinbauung gemacht, weil ich damit viel auf der Straße unterwegs war. Und da hat das halt bis dahin ausgereicht. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt noch ein schönes Pörnchen von dem Roller auf dem Prüfstand hier. Dann machen wir in Zukunft auf jeden Fall mit ein bisschen Zweitakt weiter, weil du hast ja noch so die eine oder andere Simson, den die Leute gerne sehen würde. Mhm. Vielleicht können wir ja auch mal so eine kleine Simson-Ausfahrt machen oder sowas in der Richtung. Können wir machen. Ja. Das wäre natürlich schon... Ich hätte so eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was wir sonst so machen. Aber es... Aber die Leute fragen danach immer wieder. Genau, und es macht halt doch irgendwie mega Spaß, ne? Ja, ja, geil. Technik funktioniert. Wir sind auf jeden Fall schon mal weiter. Vielleicht kommen wir ja doch noch mit ein paar Kleinigkeiten in Richtung 40. Wäre geil. So, also, ne? Dieses hier, ich meine, das sind nur 2 PS, aber die 2 PS jetzt noch zu finden, ne? Wären sportlich. Bloß wenn ich jetzt gerade diese ganzen Schritte sehe, sehe ich die schon irgendwo doch realistisch. Ja, wer weiß. Ja, mal gucken. Ja, wir gucken uns nochmal Kerz an, ihr kriegt einen Porn und dann sehen wir uns in Zukunft wieder. Alles klar. Ciao. Ciao. Done with the lies, that's why I ain't got no time. At the clock. Stepped up in the game like rock. Ball boy with the hook, can't stop. Let the dread on my head stay locked. Look, always no island. Stay fly, no pilot. All beef, no diet. Real G, stay silent. I'm all for the mission to pray for the tension because the best of us come with complacency issues and in the.